Das Echolot im Game wirft immer wieder Fragen auf. Heute schauen wir uns das Echolot an, gucken genau, was wir sehen, wie wir Fische erkennen können, wie wir besser Fische rausziehen können mit Hilfe des Echolots. Also packen wir es an. Und bevor wir jetzt einsteigen ins Boot, dickes, fettes Dankeschön nochmal an den Joe und an den Tobi von RF4, die sich die Zeit genommen haben, mir auch noch die letzten Fragen zu beantworten. Wir gehen jetzt rein. Ich war gerade schon kurz an Bord, deswegen sieht das hier gerade so ein wenig verunfallt aus. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und fahren ein wenig raus, allerdings erstmal nur etwas langsamer, damit wir hier schon direkt ein bisschen was erkennen können. Ja, mit dem Meeresangeln ist auch noch eine neue Art von Echolot dazugekommen. Wir sehen erstmal richtig schön groß, sehr schön übersichtlich das Ganze, inklusive sehr detaillierter Karte, um das Ganze noch besser einstellen zu können. Wir sehen oben rechts in der Ecke die Buchstaben, hier zum Beispiel jetzt das K. Damit bedienen wir das Echolot und haben dann die Möglichkeit, den Modus zu wechseln. Wir sind jetzt quasi im Echolot-Modus und nicht mehr im Bootsmodus. Wenn wir jetzt also den Modus wechseln, sehen wir eben die verschiedenen Karten. Wir haben das hier, diese sehr detaillierte Übersicht, wo was gescannt ist, wo der Boden ist, welche Bodenstrukturen sind und so weiter. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Und eben diese Optik. So, ich gehe nochmal eben mit P zurück und mal eben in den Trollinggang. Wir sind doch schon recht schnell gerade unterwegs. Ich glaube, der Trollinggang reicht gerade. So, jetzt nochmal mit K gehen wir rein, mit P wieder zurück. Ja, dann können wir hinein und raus zoomen. Also, wir gucken mal, mit Y haben wir jetzt hier diese Übersicht sehr weit reingezoomt, sehr weit rausgezoomt. Den Fjord quasi hier, die Map in Gänze, natürlich etwas anders dargestellt, quasi in Blickrichtung dargestellt. Und wir können dann hier reinzoomen. Zoom, 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 zoom und sehen, und das ist halt wirklich, wirklich cool gemacht. Wir sehen ganz detailliert hier, ich ändere mal eben den Modus, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wir sehen sehr detailliert diese feinen Strukturen, Kanten und Linien. Das sollte immer auch ein Anhaltspunkt sein für dich, um zu gucken, lebt an diesen Kanten etwas, sind dort Populationen von Fischen. Die Kanten fahren wir dann gleich natürlich auch noch ab und gucken, was man da fängt und was man da genau sieht. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Map, wir haben hier nicht ganz so viele Details. Das heißt also, wir suchen uns auf der großen Map vielleicht eine Area, die uns interessiert und suchen dann auf dem Echolot im Detail, wo sind die Kanten, die wir dann nochmal abfahren. Beziehungsweise, was ja auch wichtig ist, wir stellen uns so, dass wir schön mit der Drift fahren. Am besten oder am leichtesten ist es, wenn man die Drift quasi aus dem Rücken hat. Man wird immer nach vorne gedriftet. Warum ist es am leichtesten? Weil wir mit dem Echolot vorne an der Spitze, beziehungsweise auf diesem Boot ist das so, wir haben vorne an der Spitze den Scan vom Echolot. Bedeutet also, wenn wir nach vorne treiben, sehen wir auf dem Echolot alles, was reinkommt. Das heißt, ich gehe nochmal eben rein. Echolot, Modus wechseln. Das haben wir jetzt hier. Also, alles, was jetzt gerade, und zwar hier ganz vorne, was da erscheint, das, zack, da haben wir den nächsten Fisch. Oder die nächste Population. Nicht denken, dass das ein Fisch ist. Es ist eine ganze Population. In dem Moment, hier, zack, das ist vorne die Bootsspitze. Zack, der nächste, da ist schon was gescannt. Jetzt kommt gerade das nächste rein. Also, das ist das, was vorne quasi gerade nach unten gescannt wird. Das wird gesehen. Und dann sind das allerdings Spots. Es ist nicht ein einzelner Fisch, es sind Spots, es sind Bereiche, wo diese Fischarten, wir sehen ja auch nicht, welcher Fisch das genau ist, aber wir sehen, dass da Populationen von Fischen sind. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Fischgrößen sozusagen.
Wir sehen mal etwas kleinere, wir sehen mittelgroße Fische, oben sind jetzt die etwas kleineren. Das bedeutet, dass die Fische in der Population an diesem Spot tendenziell eher ein bisschen kleiner sind. Oder, da kommt er gerade an, oder sehr, also maßig und sehr groß von der Population. Was das für ein Fisch genau ist, das sehen wir nicht. Aber wir sehen, dass an dieser Population sehr viele maßige und vielleicht sogar auch Trophies an dieser Stelle gerade sind. Sind wir gerade dran vorbeigefahren, befindet sich gerade hinter uns, weil wir ja die ganze Zeit hier mit 4 km/h vorwärts fahren. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen hier jetzt gerade, also fangen wir oben an, 64 Meter Tiefe bis zu dem Grund, der wird gescannt. Wir sehen unten rechts in der Ecke die 94, das ist quasi hier unten der Bereich. Das ist quasi der gesamte Scan von oben bis unten. Das wird gescannt. Was sehen wir noch? Wir haben Bodenstrukturen. Hier einmal Kies als Bodenstruktur. Als nächstes kommt hier dieses massive. Da kommt diese massive Schicht hier jetzt in dem Bereich. Da sind wir beim Stein. Genau. Und dann haben wir auch noch sandigen Untergrund. Also das sind so diese Untergründe, die wir dann immer wieder auch hier sehen auf dem Echolot. Und dementsprechend kann man vielleicht auch nochmal davon ablesen, welche Fischarten sich da vielleicht eher aufhalten. So, ich gehe gerade nochmal eben raus. Es gibt ja in R4 noch ein weiteres Boot, zum Beispiel auf dem Ladogasee. Da ist das ein bisschen anders. Das Boot am Ladogasee hat den Scan tatsächlich hinten. Das heißt, wir fahren am Ladoga die ganze Zeit, wir schleppen und sehen quasi erst ein bisschen im Nachhinein, welche Populationen da sind. Ist vielleicht beim Schleppen auch gar nicht so wild, denn wir werfen beim Schleppen ja eh auch nochmal ein bisschen weiter raus. Dann gehen die Köder, wie gesagt, die Köder sind ja nochmal weiter weg. Gehen zwar noch mal ein bisschen weiter runter, aber trotz allem ist das dann doch schon ein relativ pünktlicher oder zeitnaher Eindruck, wenn wir beim Schleppen sind und wir haben in dem Moment, jetzt zum Beispiel kommt der nächste große Fisch da rein, dann sieht man das halt hinten erst, aber unsere Köder beim Schleppen sind ja auch noch weiter hinten, von daher passt das da eben ganz gut. Jetzt hier, wie gesagt, beim Meeresangeln ist es dann so, dass wir den Scan vorne haben. Dementsprechend fahren wir langsam durch die Gegend, beziehungsweise wir suchen uns natürlich eine Area, wo wir hinwollen und fahren dann aber an der Area mal ein bisschen langsamer rum und schauen erstmal, was haben wir da. An den Fischen selbst sehen wir ja auch nochmal Zahlen. Die Zahlen zeigen an, wie tief der Fisch ist. 28 Meter, 33 Meter, 34 Meter, 37 Meter. Also das sind die Tiefen, in welchen sich die Fische aufhalten oder die Population sich aufhält. Das bedeutet, wenn wir hier stehen, jetzt kommt gerade der nächste, direkt vorne an der Spitze ist der jetzt gerade, in 40 Meter Tiefe. Theoretisch, sobald wir den sehen, können wir anhalten, Motor ausmachen quasi. Da kommt der nächste, wir treiben immer noch ein bisschen vorwärts. Und dann haben wir unten noch einen auf 60, 70 Meter oder eben auf 21 Meter und könnten jetzt hier nach hinten rauswerfen, auf 21 Meter absinken lassen und hätten dann in dem Bereich auch direkt die Population von den Fischen, die wir gerade noch gesehen haben. Ja, warum ist es denn so wichtig, dass wir langsam fahren, um genauer zu scannen? Wie man jetzt gerade sieht, sieht man nichts. Also keine Population gerade in der Area. Ich fahre jetzt mal etwas schneller, noch nicht ganz so schnell, aber schon mal etwas schneller. Und sobald wir vorwärts fahren, zack, kommen auch direkt die ersten Populationen. Dann brauchst du natürlich wieder ein bisschen Zeit, dann kommen die nächsten und so weiter und so weiter. Das heißt, wir scannen scheibchenweise das gesamte Gewässer. Zack, 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 immer nach unten. Scan, 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 scan. Wenn wir jetzt natürlich schnell fahren, und das Ganze muss ja hier auf diesem Monitor angezeigt werden. Wenn wir jetzt schnell fahren, jetzt gehen wir mal Vollgas. Scan, 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 scan. Sehen wir natürlich, dass auf der Fläche, die wir gerade vorher gescannt haben, jetzt natürlich alles komprimiert ist sozusagen und auch noch hier dargestellt werden muss. Das heißt, wir sehen dazu auf einmal viel mehr Fläche, die aber trotzdem auf der gleichen Fläche des Monitors zusammengepresst wird.
Ich halte mal eben wieder an. Und dementsprechend ist das hier so dicht. Die Population, die Spots, die Fische sind da. Nur das, was jetzt kommt, jetzt gehe ich noch mal kurz in den Trollinggang. Jetzt wird es erst interessant, wenn wir sagen, oh, da war aber viel los, dann wird es jetzt erst interessant. Jetzt mit dem langsamen Tempo gehen wir in die Details sozusagen und schauen genau, wo und was ist da in welcher Tiefe. Und wenn wir eine Stelle haben, so eine Steilkante, wie gerade zu sehen war, dann kann man auch mal zurückfahren und einfach da nochmal genau scannen, in welchen Tiefen sind die Fische, welche Größen sind dort vorhanden und ähnliches. Also fassen wir das einfach nochmal kurz zusammen. Wir scannen eine gerade Linie nach unten. Alles, was in diesen Scan reinkommt, wird sofort angezeigt. Und zwar ganz vorne an der Spitze, also in diesem Bereich hier. Schwankt ein wenig. Also hier vorne wird sofort angezeigt, sobald vorne an der Spitze ein Fisch zu sehen ist. Und natürlich auch, wie tief der Untergrund ist und wie tief die Fische im Einzelnen stehen. Das alles wird genau angezeigt. Das sind auch die wichtigen Informationen. Zusätzliche Informationen, natürlich der Untergrund, kiesiger Untergrund jetzt hier wieder zu sehen und steiniger Untergrund hier wieder zu sehen. Wichtig in dem blauen Teil, orientiert euch an Kanten, Gewässerkanten oder irgendwelchen Löchern und Untiefen. Das sind einfach immer wieder Stellen, die interessant sind, wo man gerne auch Populationen findet oder mal vermehrt Populationen findet. Und diese Bereiche anfahren, langsam quasi diesen Bereich dann scannen, was jetzt interessant ist. Jetzt kommt gerade eben wieder an der Spitze ein Fisch rein. Der wurde schon gescannt, wir bewegen uns sehr langsam gerade. Jetzt ist er quasi raus aus diesem Scan, da kommt schon der nächste. Also, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, würde ich jetzt einfach hier aussteigen, auf 22 Meter hier gerade alles einstellen und dann in diesem Bereich jiggen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier unterwegs seid, achtet auf diesen blauen Bereich und die Drift. Wohin werden wir gezogen? Das kann auch mal gegen den Wind sein. Wir haben ganz unten auf dem Kompass haben wir auch die Anzeige, aus welcher Richtung der Wind kommt. Im Moment kommt er aus Südost, der Wind. Das sieht man an diesem kleinen weißen Punkt. Und aus der Richtung kommt der Wind. Bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass wir vom Wind jetzt quasi in Richtung Nordwest getrieben werden, sondern durch Ebbe und Flut, durch die Gezeiten, werden wir mal rausgeschoben oder rausgetrieben oder werden auch mal wieder reingezogen. Also wir haben immer wieder Bewegung hier. Das verändert sich, wie gesagt, auch mit dem Wind, auch mal gegen den Wind. Und dementsprechend muss man tatsächlich immer schauen hier auf dieser Map, wohin bewegen wir uns jetzt hier gerade. Und im Idealfall richtet man das Boot dann, das macht es zumindest ein bisschen einfacher, richtet man das Boot dann aus in die Richtung, in die man treibt. Es ist aber nicht ganz so wichtig, man kann auch ein bisschen seitlich treiben, auch das funktioniert. Denkt daran, die Fische, die wir da jetzt gerade sehen, die wurden an der Spitze gescannt, aber es sind eben Populationen, es sind Spots. Das ist nicht ein einzelner Fisch, sondern eine Area, in der Fische unterschiedlichster Größe vorhanden sind. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Infos zum Scannen, zum Fischfinder. Genau, wir scannen an der Spitze, wir scannen gerade nach unten, wir scannen Populationen von Fischen. Wir scannen Populationen, keine einzelnen Fische. Und ja, am besten langsam an diese Spots dann rangehen, wenn wir im Detail sehen wollen, was wo steht. Ich hoffe, das war mehr oder weniger verständlich und eindeutig. Wenn ja, gerne den Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Abo da lassen, Daumen da lassen und ab dafür ans Wasser. Fische rausziehen, Petri ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal.